Servus, liebe Food Factory Community. Wir machen heute ein Kürbisrisotto. Folgendes, ich habe gestern Kürbissuppe gemacht. Der ein oder andere wird vielleicht auch das Reel gesehen haben. Und es war natürlich mal wieder zu viel. Und ich kam jetzt gerade von der Arbeit und habe heute den ganzen Tag irgendwie noch nicht wirklich was gegessen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe letztes Jahr so ein richtig geiles Risotto mit Kürbis gemacht. Und darauf hatte ich einfach spontan Lust. Ich habe alle Zutaten da gehabt. Ich würde sagen, wir starten mit den Zutaten. Ich wette mit euch, die habt ihr alle da. Wir haben hier quasi jetzt unsere Suppe. Ganz klassisch angesetzt. Könnt ihr vegan machen oder am Schluss ein Stück Sahne mit rein. Dann habe ich hier Risotto-Reis, Kürbiskerne. Dann habe ich Gemüsebrühe, ein bisschen Parmigiano, eine Zwiebel und Butter. Und mehr brauchen wir dazu gar nicht. Also starten wir rein. Normalerweise nimmt man ja für ein Risotto Schalotten. Ich habe jetzt aber keine hier, also nehme ich einfach meine kleinen weißen Zwiebeln und schneide die in ziemlich kleinen Würfeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt zum Beispiel auch noch Knoblauch mit dazu schneiden. Ich habe aber in der Suppe schon gut Knoblauch drinnen, deswegen spare ich mir den jetzt hier erstmal. Geschnitten haben, machen wir in einer kleinen Pfanne oder einen kleinen Topf ein bisschen Olivenöl rein. Legen da auch ein Stück Butter mit rein. Bei Risotto mache ich klassischen Ansatz aus Butter und aus Olivenöl. Auf der einen Seite ist das Olivenöl natürlich viel höher hitzbar als die Butter, aber die Butter gibt jetzt quasi einen schönen Geschmack rein. Allgemein nicht so hoch mit der Temperatur, wir wollen die Zwiebeln nur anschwenken, also kurz ein bisschen glasig dünsten. Da muss die Temperatur sowieso nicht ganz so hoch sein. Wenn jetzt die Butter aufschäumt, geben wir unsere Zwiebeln dazu. Jetzt können wir unseren Risotto-Reis schon dazugeben. Und den Risotto-Reis tun wir jetzt auch nochmal leicht mit anspitzen. Man sagt immer so, bis die Körner so leicht glasig werden. Löschen es dann mit einem Weißwein oder jetzt in meinem Fall mit einem weißen Portwein ab. So, jetzt löschen wir es mit Portwein ab. Und gießen es jetzt mit einer warmen Gemüsebrühe ab. Wir haben jetzt so viel Flüssigkeit drinnen, dass der Reis schön bedeckt ist. Wir lassen das jetzt quasi kochen. Der Reis nimmt sich die Flüssigkeit raus, die er braucht und gibt natürlich Stärke ab. Das heißt, es wird ein bisschen zähflüssiger, es wird dicker. Und wir müssen jetzt darauf achten, dass ihm erstens die Flüssigkeit nicht ausgeht. Das heißt, wir schütten immer ein bisschen was nach. Nicht ganz so viel, dass es extrem flüssig ist, aber so, dass es eine schöne cremige Konsistenz hat. Wir haben aber jetzt den Fall, dass wir ja noch unsere Kürbissuppe haben oder unser Kürbispüree, was ja auch einen Feuchtigkeitsanteil hat. Das heißt, wir geben jetzt hier ein bisschen weniger Flüssigkeit rein, denn am Schluss, wenn wir das Püree reingeben, kriegen wir dann auch wieder die Schlotzigkeit. Ein zweiter wichtiger Argument, wo wir jetzt darauf aufpassen müssen, ist, dass wir jetzt nicht das Risotto anliegen lassen. Dementsprechend immer mal wieder ein bisschen schaukeln, ein bisschen schunkeln, dass es einfach immer in Bewegung ist. Die Italiener machen das mit so einer richtig schönen Bewegung, das habe ich noch nicht ganz so drauf. Aber man sollte einfach nur die Pfanne immer wieder bewegen, ab und zu mal durchrühren. Gerade dann, wenn man merkt, es geht so auf den Punkt, wo es passt. Apropos Punkt, der passt. Das Optimalste wäre, wenn der Risotto-Reis noch minimal Biss hat, wenn er serviert wird. Das heißt, ihr müsst das ein bisschen ein Gefühl kriegen, wann ist genau der Punkt erreicht, dass ihr ihn quasi ja, servieren könnt. Oder ich sage immer, das Finish machen. Das Finish machen besteht dann darin, dass wir noch frischen Parmesan und frische Butterflocken mit unterheben und das Ganze natürlich noch ein bisschen mit grobem Pfeffer, Salz nachwürzen. Da immer vorsichtig sein, denn die Gemüsebrühe, je nachdem, ob ihr eine gekaufte oder eine selbstgemachte habt, kann natürlich auch schon ziemlich salzig sein. Unser Risotto ist jetzt fast fertig und jetzt fangen wir an, nach und nach so ein bisschen die Suppe unterzugeben. Wir geben jetzt die Butter mit rein und reiben jetzt schön frischen Parmesan noch mit rein. Wenn ihr das Ganze natürlich vegan lassen wollt, auch kein Thema, dann lasst einfach die Butter und den Parmesan weg. Ihr bekommt auch so eine schöne Schlotzigkeit hin. Dadurch, dass es ja ein ganz einfaches und schnelles Essen ist, spare ich mir jetzt auch großes Anrichten. Das heißt, ich habe hier einen Teller, nehme jetzt einfach mein Risotto, tue es ein bisschen drauf. Noch ein paar Kürbiskerne, einfach mit drauf. Ich hier ein bisschen Kürbiskernöl. Bäm! Und das war's. Mehr brauchen wir nicht. Ich finde, das ist Kochen. Das ist einfaches Kochen, das ist schnelles Kochen. Das ist das perfekte Kochen nach der Arbeit. Was waren es? 20 Minuten für ein frisch gekochtes Risotto? Unglaublich cool. Unser Kürbisrisotto. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hannes.
aus der Food Factory.